Heute zu Gast bei Tesarek in der Belletage des Café Landsmann. Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Über seinen Wickel mit Ex-Bürgermeister Häupl. Über seine Vorstellungen, was sich an den Schulen alles noch ändern muss. Warum Simmering der schönste Bezirk von Wien ist. Und vieles mehr. Herzlich willkommen, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, hier in der Belletage des Café Landsmann. Danke für die Einladung. Sehr gern. Herr Himmer, Heinrich Himmer. Vor jedem Interview, auch früher im ORF, musste ich mich konzentrieren, dass mir dieses teuflische L nicht in den Namen rutscht. Und dann habe ich gesehen, auf der Homepage des Stadtschulrates ist einmal dieser Lapsus passiert. Heinrich Himmler ist dann gestanden, offenbar Autokorrektor oder wie auch immer. Ist Ihnen das öfter passiert? Ja, fast immer. Und das, ich würde sagen, es ist auch zu Recht so, dass Menschen nachfragen, wenn ein Name so ähnlich lautet, fällt es einfach auf. Es war sehr unangenehm damals, ich war gerade angelobt als frischer Stadtschulratspräsident 2017 und dann hat die Programmierfirma offenbar, wie auch immer, jedenfalls stand dann wirklich Heinrich Himmler dort und diese Frage begleitet mich. Ich erkläre es auch hier, weil es ist natürlich, ich will ja auch sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, es ist ja immerhin ein mega Nazi-Kriegsverbrecher gewesen. Absolut. Und es kam natürlich, und das ist klar, immer die Frage, was sind das für Eltern, die ihren Sohn so nennen. Ich wollte Sie fragen, was ist Ihnen Eltern da? Der Vorteil ist, man wächst mit dem Namen auf. Ausgerechnet Heinrich, wenn man Himmer heißt, warum ausgerechnet Heinrich? Diese Frage kommt eigentlich schon seit der Schulzeit begleitet wirklich? Mich die. Deswegen, und ich muss das auch gar nicht erfinden, weil ich natürlich meine Eltern genauso gefragt habe. Wo ich jetzt auch erfahren habe, meine Mutter war nie so begeistert im Namen. Der Grund ist, mein Vater heißt so, mein Großvater, mein Urgroßvater haben schon so geheißen und das war offensichtlich damals, 1978, da bin ich geboren, weniger ein Thema, wie so vieles, wenn es um die Aufarbeitung auch dieser Zeit geht, dass man sich wenig dabei gedacht hat, dass der Name jetzt eine Schwierigkeit darstellen könnte. Kommen wir zur Politik. Sie haben als Lehrergewerkschafter gleich einmal einen Wickel mit dem mächtigen damaligen Bürgermeister Michael Häupl gehabt. Wir erinnern uns, da hat es diese Diskussion um die Verlängerung der Lehreranwesenheit in den Schulen gegeben, von mehr auf mehr als 22 Stunden. Und Häupl hat dann gesagt, wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann gehe ich am Dienstag heim. Gut, das hat viele polarisiert. Und Sie haben ihm vorgeworfen, Häupl lässt immer wieder mediale Rülpser los. Viele Lehrer überlegen sich jetzt den Parteiaustritt. Wie war das? Das war ja ganz schön frech, ich meine, gegenüber den mächtigen Michael Häupl. Ja, und ich würde auch glauben, das ist mir dieses sozusagen Ansprechen, auch durchaus klare Ansprechen, ist mir dort auch geblieben, wo ich den Eindruck habe, man muss es zurechtrücken. Ich muss aber auch sagen, und das schätze ich an den Wiener Bürgermeistern, aber damals vor allem an Michael Häupl sehr, wir haben uns dann auch zusammengesetzt, weil ich gesagt habe, das hilft ja niemandem, wenn wir uns gegenseitig beflegeln. Kann ich als Lehrergewerkschafter kommen und reden uns das aus, was ist, weil hat das ja auch zum Teil anders gemeint, also das hat er auch dann immer später auch wieder anders gesagt, dass er das zu dem Auftritt gemacht hat. Also es war mir also auch bewusst, mit dem Herrn Bürgermeister hätte ich offensichtlich vielleicht irgendwie ein schwieriges Verhältnis, was sich aber herausgestellt hat, was er offensichtlich so nie auch gesehen und gedeutet hat, sonst wäre ich ja nie in diese Position noch gekommen. Genau, Sie sind ja trotzdem dann bald darauf Stadtschulratspräsident geworden. Das heißt, Sie konnten das mit Michael Häupl ausreden, richtig, unter vier Augen, oder wie? Ja, ich habe ihn auch darum gebeten und jetzt kannte ich Michael Häupl und ich glaube, jeder von uns kennt viele Auftritte von Michael Häupl und dafür war Michael Häupl auch geschätzt, dass er die Dinge zum Teil pointiert ausdrückt. Aber meine Aufgabe damals als Lehrergewerkschafter war ja nicht herumzupöbeln, dafür hätte mich auch damals von den Lehrerinnen und Lehrerkollegen keiner gewählt, sondern die Interessen zu vertreten. Und wenn sich natürlich Menschen dadurch angegriffen fühlen, dann ist es meine Aufgabe auch, darauf hinzuweisen. Und zwar unabhängig davon, ob es ein nahe Verhältnis oder ein ferne Verhältnis auch fraktionell politisch trifft, sondern ist es meine Aufgabe, Interessen zu vertreten. Und so halte ich das auch jetzt, wenn ich als Wiener Bildungsdirektor merke, hier gibt es Interessen, die gegen die Schülerinnen und Schüler, gegen die Lehrerinnen und Lehrer, gegen die Eltern laufen, dann sage ich das auch nicht immer zur Freude der Bildungsminister, aber ich tue das auch weiterhin. Vielleicht nicht mehr. Gut, die sind jetzt von einer anderen Partei. Ne? Ja, aber wie gesagt, und das, Sie haben es ja auch angesprochen, begonnen hat das mit dem Michael Häupl. Ich würde sagen, manchmal
muss man auch auf den Stil aufpassen. Es nutzt jetzt nichts, einfach so in der Gegend herumzuflegeln. Aber bei Michael Häupl war mir bewusst, er kann auch mit dem umgehen. Mhm. Und wie sich herausgestellt hat, hat er damit umgehen können. Und das ist, glaube ich, eine sehr enge auch Arbeitsbeziehung in der Zeit, wo er Bürgermeister war, entstanden. Ja, genau. Also, wie schon gesagt, 2017 noch in der Ära Häupl sind Sie Stadtschulratspräsident geworden. Seit 2019 heißt das jetzt Bildungsdirektor. Was hat es inhaltlich an Ihrer Arbeit verändert? Auch sehr viel, weil die ganze Struktur des Stadtschulrats, wir feiern ja in diesem Jahr als Stadtschulrat 100-jähriges Bestehen. Ja. Otto Glöckl war ja der erste Stadtschulratspräsident 1922 mit vielen inhaltlichen Schulreformen. Und Präsident der Bildungsdirektion für Wien ist der Wiener Landeshauptmann, der Wiener Bürgermeister. Mein direkter Vorgesetzter ist als Bildungsbediensteter, als Bundesbediensteter Herr Bildungsminister. Und meine Aufgabe wäre es jetzt... Das ist ja wohl nicht leicht, oder? Meine Aufgabe wäre es jetzt... Wenn die beiden Personen nur dazu aus verschiedenen Parteien kommen, und oder? Meine Aufgabe wäre es jetzt an sich, die beiden zu einer gemeinsamen Meinung im Bildungsbereich zu bringen. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist... Viel Spaß. Das ist eine durchaus schwierige, wobei es natürlich jetzt in den letzten Monaten so viele Themen gegeben hat, mit der Pandemie an der Spitze, wo es notwendig war, zusammenzuarbeiten. Man sieht überall dort, wo das Zusammenarbeiten zwischen Bundesländern und Bund nicht so gut funktioniert, dort gibt es dann immer Schwierigkeiten, auch in der Kommunikation. Mhm. Sind die Schulen autonomer geworden? Das ist ja immer so ein Ziel gewesen, oder? Das ist eine gute Frage. Das zentrale Element der Bildungsreform, ein Teil war die Umwandlung der Landesschulräte, Stadtschulrat in Bildungsdirektion, aber das zentrale Element war immer, dass die Schulen stärker selbst Entscheidungen treffen können. Genau. Tun Sie das jetzt? Tun viele. Können Sie das jetzt? Und das Können ist genau die Herausforderung. Denn man braucht natürlich, um Entscheidungen treffen zu können, auch die Möglichkeiten dafür. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ich brauche Räume, ich brauche Strukturen, die das ermöglichen. Und das würden sicher viele Schulleiterinnen und Schulleiter auch sagen, es ist was gestiegen, es ist die Belastung. Und die Frage, wie sehr der Spielraum ist, das ist noch einer, der wahrscheinlich Jahre braucht. Wo gibt es den Spielraum? Wo kann man denn autonom oder autonomer werden? Zum Beispiel, dass der Direktor Lehrer nach seinen Vorstellungen bestellen kann? Genau, das ist einer der zentralen Inhalte. Man kann einen Dreiervorschlag sozusagen liefern, von den drei hätte ich gerne eine Lehrerin, einen Lehrer. Und dann ist es unser Auftrag, auch jemanden von den dreien im Regelfall zur Verfügung zu stellen. Sie entscheiden das dann? Also ich nicht persönlich, die Behörde. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer oder ein Bewerber sich für viele Schulen bewirbt und der wird überall an Nummer 1 gerät, dann muss er irgendwo hin und an 10 Schulen nicht hin. Das heißt, dann muss man die Entscheidung treffen, gemeinsam vermutlich am besten, wohin macht es mehr Sinn aufgrund der Ausbildung des Lehrers, der Lehrerin. Mhm. Aber es wird sich ja wohl nicht auf die Bestellung der Lehrerinnen und Lehrer beschränken. Wo können die und wo sollen die Schulen noch autonomer werden, ohne dass da so ein völliger Fleckerlteppich entsteht? Das ist sicher eines der Themen im Bildungsbereich. Wenn ich jetzt heute, ich bin ja auch Vater, wenn ich jetzt mir heute anschaue, wie vielfältig die Schullandschaft ist, ist es gar nicht so einfach, eine Schule mit der anderen zu vergleichen, weil das Angebot zum Teil sehr unterschiedlich ist. Die Freiheiten der Schulleitungen, aber auch der Pädagoginnen und am sinnvollsten gemeinsam mit den Eltern und den Schülerinnen getroffenen Entscheidungen gehen von wann beginnt die Schule, also muss die um 8 beginnen oder es gibt auch Schulen, die fangen später an, es gibt Schulen, die fangen früher an, bis zur Frage, muss es immer in dieser Klassenkonstellation sein, diese 20, 25, 30 Schülerinnen sind sozusagen eine Klasse, die durchgehend Unterricht hat, oder kann man die auflösen, mal Kleingruppen machen, mal aber auch so Vorlesungen machen, wie auf einer Universität zum Beispiel, wo ich sage, da sitzen 3, 4, 5 Klassen zusammen und da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Was ein bisschen fehlt, ist natürlich die Zeit auch für viele Schulen, das so auch zu planen, umzusetzen. Mhm. Aber der Lehrplan ist für alle der gleiche, oder? Ja. Sie können sich nur entscheiden, in welcher Form Sie das Wissen vermitteln wollen. Da gibt es jetzt auch gerade, und da kommt natürlich vieles zusammen, auch noch eine Veränderung im Zugang, wie ein Lehrplan aufgebaut ist. Früher waren es vor allem Lehrpläne, da standen allgemeine Inhalte drinnen und man konnte ein bisschen flexibler gestalten, wie viel möchte ich mich diesem Thema widmen, wie viel dem. Und jetzt ist es so, dass es wirklich drinsteht, die Schülerin kann am Ende das, hat das gelesen, hat das beherrscht. Das heißt, der Freiraum wird, was den Lehrplan betrifft, sicher nicht größer. Vor kurzem war Karl Mara hier bei mir zu Gast und er hat gesagt, einer der zentralen Punkte aus seiner Sicht wäre Deutschförderklassen schon vom Kindergarten weg. Das ist, glaube ich, für Sie
als Roter ein rotes Tuch, oder? Ja, für mich als Pädagoge ein komischer Zugang. Ich schätze den Karl Marer sehr. Ich kenne ihn nämlich und wir arbeiten sehr eng zusammen, schon als er noch Vizepräsident der Wiener Polizei war. Ja. Und es gab eine sehr enge Zusammenarbeit in der Frage, wie gehen wir mit Gewalt an Schulen um? Das war ein wichtiges Thema, ist ein wichtiges Thema und da sehe ich viel Gemeinsames. Dort, wo es wirklich aus unserer Sicht gar nicht der richtige Zugang ist, zu sagen, jetzt tun wir die Deutschförderklassen sogar schon in den Kindergarten oder wann auch immer starten lassen. Denn wir haben aufgrund unserer vielen Erfahrungen in Wien auch mit Menschen, die mit anderer Sprache als Deutsch hier leben und hier in die Schule gehen, gesehen, es braucht die Integration in bestehende Klassen. Schon, aber erleichtert zusätzliches Deutsch fördern, Deutschförderunterricht nicht eben genau diese Integration? Also Deutsch zu lernen ist Voraussetzung für alles, weil ohne Deutsch zu können, kann man in einer Gesellschaft, weder in der Schule noch außerhalb teilnehmen. Aber ein großer Anteil der Schüler hat Deutsch gar nicht als Umgangssprache in der Familie. Ja. Deswegen ist es wirklich so unvernünftig zu sagen, machen wir da spezielle Deutschförderung? Die Frage ist, wie schnell und wie gut man Deutsch lernt und die Erfahrungen, die es international auch gibt und wissenschaftlich bestätigt, das muss nicht ich sagen, sondern das sind die Dinge, die die Sprachwissenschaftlerinnen sagen, ist, man lernt am schnellsten Deutsch, wenn man es einfach verwendet. Insofern gebe ich ihm recht, viel Deutsch zu reden macht dann Sinn. Aber sie geschlossen sozusagen rauszunehmen und zu sagen, ihr seid jetzt die, die jetzt irgendwie simuliert Deutsch lernen, das funktioniert ganz schlecht. Viel besser ist es, sie zu begleiten, sie in den Muttersprachen zu stärken. Wer seine eigene Sprache nicht kann, wie Sie haben angesprochen, es gibt dann andere Erstsprachen, der kann auch schwer eine andere Sprache lernen. Das heißt, wir in Wien gehen den Weg Muttersprache stärken und Deutsch jedenfalls stärken. Und unser Modell wäre nicht genau das, was leider zurückgefahren worden ist 2017, 18 durch Türkis-Blau, war dann zu sagen, wir geben den Schulen nicht mehr die Autonomie, selbst zu gestalten, weil je nachdem, wie eine Klasse zusammengesetzt ist, macht es vielleicht Sinn, die Schüler rauszunehmen oder die Schülerinnen. Okay. Aber jetzt ist es verpflichtend so. Egal, was an einem Standort, egal, was in einer Klasse Thema ist, man muss alle Kinder gleich behandeln. Wir wissen aber, die haben unterschiedliche Sprachniveaus, die haben unterschiedliche auch Vorkenntnisse. Und da wäre der Wunsch, dass es mehr Autonomie der Schulen gibt, nicht des Bildungsdirektors. Also ich weiß es genauso wenig, was an einer Schule vernünftig ist, aber dass die Schulen selbst entscheiden können, wie mache ich Deutschförderung und man nicht immer mit einem festgezurrten Papier kommt, weil das ist genau das Gegenteil von Autonomie. Mhm. Schauen wir ein bisschen zurück in Ihre Jugend. Waren Sie ein guter Schüler? Unterschiedlich. Ich war immer ein sehr braver Schüler. Ah, ja? Das hilft sehr viel, um auch ein guter Schüler zu werden. Nicht so frech wie später Frech. Gar nicht, das ist das tatsächlich später gekommen. Ich war ein relativ braver Schüler mit ganz wenigen Klassenbuch. Also ich hatte auch welche, da kriegt man schneller, als man glaubt. Ja, das gehört dazu, oder? Aber ich war ein sehr fleißiger Schüler auch und hatte nie große Probleme durchzukommen. Aber je älter ich wurde, desto schwieriger wurden manche Schuljahre. Mhm. Sie sind 1978 geboren, zu Weihnachten. Ja. 24.12. übrigens. Aufgewachsen in Simmering, was ist da Ihre stärkste Kindheitserinnerung aus dieser Zeit? Also ich muss dazu sagen, Simmering ist tatsächlich meine Heimat. Also ich habe mehr oder weniger mein ganzes Leben in Simmering verbracht. Wirklich? Ja, und dort von der Schule, aber auch über Freunde und auch gemeinsame politische Erfahrungen einfach viele, viele Verbundenheit zu Simmering. Ich finde ihn auch den schönsten Bezirk von Wien. Wirklich? Ja, tatsächlich. Mit einer Vielfältigkeit und einer auch Unterschätztheit. Das ist vielleicht etwas, was mir besonders sympathisch ist beim Bezirk, wo man nicht von vornherein ihn oder sie zum Weltmeister der Wiener Bezirke machen würde. Also ich finde Simmering wirklich den schönsten Bezirk. Und was ist besonders schön an diesem Bezirk? Besonders schön ist, dass er nicht Liebe auf den ersten Blick vermittelt, sondern das ist jetzt eine Struktur, eine gewachsene Struktur aus vielen, zum Beispiel landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien, eine Mischung aus skurrilen Dingen wie dem Zentralfriedhof und vielen von der Nachtführung bis zur Musik, die ja dort, mit der Begräbnismusik, die dort aufgeführt wird, Wolfgang Ambros Konzerten, Heilbernhafen. Ja, es gibt tatsächlich vieles, was in dem Bezirk, der ja auch riesig gewachsen ist. Der Bezirk hat heute 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Als ich 78 dort aufgewachsen bin, hat er 60.000. Also, wirklich? Ja, also der Bezirk verdoppelt. Ja, hat sich wirklich stark entwickelt. Durch die Zuwanderung. Durch die Zuwanderung, aber nicht unbedingt jetzt alleine aus irgendwo aus der Welt, sondern aus den Bundesländern. Wir sehen das ja auch im Schülerinnen- und Schülerbereich. Ich möchte nur das deswegen an der Stelle anbringen,
weil es mit ein Grund ist, warum Wien anderes braucht als die restlichen Bundesländer. Wir sind das einzige Bundesland, das zwischen 2010 und 2017 gewachsen ist an Schülerinnen und Schülern, und zwar um 10%. Alle anderen Bundesländer haben weniger Schülerinnen und Schüler 2017 gehabt, als sie 2010 hatten. Sie haben dann Wirtschaftspädagogik studiert, haben eine Ausbildung in London gemacht, internationaler Transport, Ausbildung Mediator und Teammanager. So wie wir vorher gesprochen haben, einerseits der Landeshauptmann, andererseits der Bildungsminister, brauchen Sie jetzt. Können Sie die Mediatorfähigkeit jetzt gut einsetzen in Ihrem Job? Ja, wie so oft bei den eigenen Dingen, also man berät ja oft andere besser, als man sich selbst berät. Also ich habe meine Konflikte auch, das können hoffentlich nicht viele, aber ein paar sicher bestätigen, dass das jetzt nicht immer deswegen automatisch keine Konflikte bringt, aber es gibt zwei Dinge, die ich gelernt habe durch diese Ausbildung. Das erste, Konflikte gehören zum Leben dazu, man kann sie nicht grundsätzlich verhindern, man muss aber schauen, dass man sie frühzeitig stoppt. Sonst werden sie irgendwann eskalieren, man kommt nicht mehr raus. Also das ist meine Erfahrung und das ist auch tatsächlich jetzt auch so. Zweitens, die Teammanager-Geschichte, ohne Team bist du gar nichts. Das merke ich sowohl privat, also ohne meine Familie, ohne auch meine Frau, ging gar nichts. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, aber auch genauso im Job. Es gibt ein paar Menschen, ohne die könnte ich keinen einzigen Tag in irgendeiner Form gestalten. Und deswegen weiß ich auch, die Erfolge, die die Schulen in Wien haben, bin nicht ich. Ja. Ich darf sie darstellen, ich darf sie den Menschen hoffentlich weiterbringen und auch sagen, habt Vertrauen in das, was Pädagoginnen und Mitarbeiterinnen draußen leisten. Aber also ich alleine bewege da wirklich nichts. Das ist immer ein großartiges Team. Lassen Sie das Ihr Team auch spüren? Positiv? Manchmal mehr, manchmal weniger, würde ich sagen. Also ich hoffe schon, dass also ich hebe genauso beim Telefon ab, wenn jemand anruft, wie das Sekretariat. Es gibt da für mich auch überhaupt keine Standesdünkel. Es ist auch wichtig, wir sind alle gleich geboren. Das ist vielleicht etwas, was ich aus Simmering mitgenommen habe, weil man eben dort sozusagen, es gab da wenig Reich und Arm, weil alle ungefähr sozusagen gleich aufgewachsen sind. Und daher gibt es für mich keinen Unterschied, ob jemand der Hofrat ist oder ein einfacher Mensch, der gar keinen Job hat, sondern als Suchender zu uns kommt, weil er einfach wissen will, welche Schule ist die beste. Es werden bei uns, das ist mir wichtig, auch im eigenen Büro die Menschen gleich behandelt. Schauen wir noch einmal in die Politik hinein. Sie waren bei der jungen Generation Studentenvertreter in der SPÖ, FSG-Chef in der Lehrergewerkschaft, Vorsitzender der Kinderfreunde Simmering. Sie haben immer als Vertreter des linken Flügels in der Partei gegolten, der ja damals in den schwierigen parteiinternen Auseinandersetzungen dafür war, dass Häupl bleibt und dagegen, dass Ludwig kommt. Hat sich die Partei doch richtig entschieden? Also wie wir alle wissen, im Nachhinein kann man immer die Dinge klarer sehen als davor. Ich glaube, es war uns allen auch klar, das war eine schwierige Zeit und gut, das muss man auch sagen, hat Michael Ludwig überwunden, diese schwierige Spaltung auch, die es damals gegeben hat. Er hat es geschafft, in wenigen Jahren tatsächlich diese starke Wiener Stadtpartei so aufzustellen, dass sie für die Menschen absolut glaubwürdig ist. Und das ist eine Leistung, und zwar auch den breiten Bogen, das ist in jeder großen Partei so. Das ist auch in jeder großen Familie so, selbst in einer kleineren. Man hat nicht zu jedem Thema die gleiche Meinung. Ja. Häufig wird das dann auch natürlich in der Öffentlichkeit über Personal debattiert. Ja. Aber es ist gelungen, diese Fragen des Personals zurückzudrängen und die Fragen der Positionen und der Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Und das nehmen, glaube ich, die Menschen, vor allem den Wiener Bürgermeister und damit auch SPÖ-Vorsitzenden Michael Ludwig, sehr gut ab. Kurzer Steckbrief. Sie sind verheiratet, richtig? Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. In welchem Bezirk wohnen Sie? In Simmering. Noch immer? Das ist selbstverständlich. Was für Sport machen Sie gern? Ja, also ich freue mich, dass ich die Krawatte umhabe. Da sieht man den wachsenden Bäuchlein nicht so sehr. Aber es ist wirklich so. Also ich war schon mal sportlich, als ich begonnen habe. Ich bin da sehr leidenschaftlich laufen gegangen. Das geht sich jetzt zum Teil auch mit zwei kleinen Kindern und Job nicht aus. Da muss man sich die Zeit gut einteilen. Ja. Also, aber ich tue das noch immer sehr gerne, wann auch immer es geht. Laufen. Kopfhörer rein, gute Musik rein, Ostbahnkurte zum Beispiel. Ostbahnkurte, ist die Lieblingsmusik? Ja, hat ja auch sozusagen, die Ostbahn hat ja auch eine Bedeutung für Simmering. So ist es. Insofern passt das ganz gut, aber da kann ich wirklich gut runterkommen und an manchen Tagen ist das
Super, dann richtig. Beantwortet sich vielleicht die nächste Frage von selber, Rapid oder Austria? Also das ist eigentlich keine Frage, sondern es ist Rapid und es bleibt Rapid. Bravo, wunderbar. Sternzeichen? Steinbock. Ja. Gehen Sie gerne ins Theater, in die Oper? Ja. Wenn ja, was? Ich habe, weil wir eine sehr enge Kooperation mit dem Burgtheater haben, schaue ich mir öfter im Burgtheater auch Vorstellungen an. Und ich bin sehr beeindruckt, finde ich, auch im Moment über so große, gewaltige Bühnenbilder, die ich zum Teil sehe. Also das ist irgendwie aber sozusagen so ein Gesamtkunstwerk geworden. Das finde ich ganz großartig und schätze ich sehr. Und das hat, in Wien ist der Vorteil, jetzt geht es ja wieder leichter, dass man vieles kulturell erleben und sich anschauen kann. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Und wir hatten aber auch, und da muss ich sagen, danke an die Wiener Kunst- und Kulturszene, weil das natürlich vor allem für Schülerinnen und Schüler ganz schwierig ist, weil früher sind natürlich Schulklassen mal Klassiker ins Theater gegangen. Ja. Und die meisten und fast alle Künstlerinnen und Künstler haben auch wirklich auf Online-Veranstaltungen auch gewechselt, sodass wir wirklich zum Beispiel Burgtheater-Veranstaltungen online in Schulklassen bringen konnten. Und das ist wirklich großartig. Ja. Da sind wir schon, kommen wir noch einmal zu Ihrem Spezialthema der Bildung. Mhm. Wenn man sich so angeschaut hat, wie viele Menschen in der Corona-Krise Verschwörungstheorien geglaubt haben, abenteuerlichste Ideen, das Entwurmungsmittel und so weiter, muss man da nicht sagen, unser Bildungssystem ist gescheitert oder zumindest da haben wir echte Probleme? Ja, mit Sicherheit. Also ich hätte auch gedacht, und wenn wir uns anschauen, in welcher Welt wir leben, ob es jetzt die Umwelt ist oder Kriege sind, die wir wieder mitten in Europa haben, das sind jetzt nicht Belege dafür, dass Bildung wirkt. Und deswegen ist es umso wichtiger, das darf man aber auch nicht unterschätzen, es sind ja selten alle, die Nein, natürlich nicht, ja. treffen, ja, richtig, sondern es ist nicht immer eine Minderheit, richtig. Die aber dann sehr stark wahrgenommen wird, ob das jetzt autoritäre Führer sind oder ob das einzelne Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sind. Man muss, und das ist auch etwas, was mich begleitet. Ich kriege ja zum Beispiel als Bildungsdirektor häufig die Probleme des Bildungswesens zu Gesicht. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, es gibt nur Probleme und das ist gar nicht so. Mhm. Wenn Sie draußen in Klassen gehen, dazu laden wir ja alle ein, wir haben jetzt, weil das auch nicht möglich war, es gibt ja den Tag der Wiener Schulen oder Tag der offenen Tür, wo man sagt, bitte auch aus der Umgebung, schaut euch eure Schule an, die bei euch steht und schaut euch an, was dort passiert. Virtuelle Tage der offenen Tür gemacht, wo die Schulen sich selbst auch im Internet mit Videos und allem Möglichen darstellen. Was da toll ist, ich war jetzt gerade in meiner Volksschule letzte Woche, wo ich in der Volksschule war, in Simmering natürlich, in der Bremstraße. Nicht, also sozusagen wirklich durchaus Herausforderungen. 70-80% Kinder, die nicht Erstsprache Deutsch haben. Aber eine Begeisterung der Lehrerinnen, der Lehrer, wirklich? Der Schulwartes, der Direktorin und der Kinder, die haben die Feuerrote Friederike, ein Buch von der Christine Nöstlinger, auch gelesen und erarbeitet. Und die Fragen und die Auseinandersetzung, ich bin wirklich begeistert gewesen, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Und dann darf nicht vergessen, dass viel, viel, viel mehr Positives draußen passiert, als wir alle mitbekommen. Mhm. Und das ist auch meine Aufgabe, natürlich die Probleme nicht klein zu reden, nicht zu sagen, die gibt es nicht. Ja. Aber man darf nicht vergessen, es gibt viel schönere Dinge auch. Schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft. Ja. Wie soll Schule in 10 Jahren sein? Wie soll sie sich von der heutigen im wesentlichsten Punkt unterscheiden? Also da gibt es ein paar Dinge, die sind zentral. Und vor allem dürfen, das ist, glaube ich, entscheidend, nicht immer nur so herumreformieren an der Oberfläche, die zwar viel Arbeit machen, aber an der Struktur nichts ändern. Wir brauchen eine Schule, die ganztägig ist. Wir brauchen eine Schule, die nicht trennt, also nicht dauernd sagt, da ist die Schulart X, da ist die Schulart Y, da ist die Schulart Z und man muss schon irgendwann mit 8, 9 Jahren wissen, wohin man geht und ob man dann Lehre macht und wenn ich Lehre mache, habe ich keine Matura und kann nicht studieren. Das ist alles wirklich von gestern, weil das ist einfach ein Schichtsystem, das hat nichts verloren. Das heißt, ganztägig möglichst eine gemeinsame Schulausbildung von 6 bis 18 mit internen Schwerpunkten. Bis 18? Ja. Nicht nur bis 14? Nein, auch mit internen Schwerpunkten. Das heißt, möglichst große, gemeinsame, wenig trennende Räume. Und man kann sich dann Schwerpunkte setzen. Das muss ja nicht immer in einem Gebäude sein, aber dass man nicht sagt, so, ich gehe jetzt dorthin oder ich bin dort. Eine
klare auch Möglichkeit, mit einem Lehrabschluss auch jegliche Form von Ausbildung weiterzumachen. Mhm. Eine Stärkung auch von Themen wie zum Beispiel das Thema Klima ist jungen Menschen ganz, ganz wichtig. Ja. Das müssen wir in die Schulen holen. Da sind wir ganz intensiv auch mit allen Verantwortlichen und mit NGOs auch dran. Wir haben jetzt eigene Klimabeauftragte in Schulen gebildet, damit eben das Thema in die Schulen kommt. Weil es ist ja, so wie Sie es angesprochen haben, warum schaut unsere Welt so aus? Weil offensichtlich manche Themen in der Schule nicht vorkommen, die wichtiger wären, um unsere Welt ein Stück besser zu machen. Allerletzte Frage, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Noch als Bildungsträger, ich meine, Sie sind jung, Sie sind 44, glaube ich. Ne? Ja, 43, darauf bestehe ich. Ne? Aber, Entschuldigung. Nein, ich werde 44. Zu Weihnachten ist noch lange hin, 43. Ja, aber bitte um Verzeihung. Nein, das ist, also Sie werden nicht bis zur Pension wahrscheinlich Bildungsdirektor bleiben, kann man annehmen. Was wäre so Ihr Traumjob? Politik wieder? Also Politik reizt mich sehr, grundsätzlich sehr, weil es die Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern. Ich bin ja jetzt vor allem in der Rolle, das, was es gibt, zu gestalten und bestmöglich zu machen. Ich liebe aber diesen Beruf deswegen, weil ich ja selber Lehrer bin. Ja. Und weil es selten einen Beruf gibt, wo du mit so vielen Menschen zusammenarbeiten kannst, nicht immer ganz einfach, aber wo du so viel weitergeben kannst, wo du weißt, alles, was du jetzt machst, hilft, derzeit gibt es in Wien 240.000 Schülerinnen und Schüler, alles hilft jedem Einzelnen, sein Leben besser meistern zu können. Und Traumjob? Ja, Traumjob. Bürgermeister vielleicht? Das ist ja noch Zeit. Das überlasse ich an und wir haben einen hervorragenden Bürgermeister, insofern brauchen wir darüber gar keine Gedanken machen. Heinrich Hilmer, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Danke. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann, auf Wiedersehen.